Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror. Wir befinden uns im geheimnisvollen Dorf, sag ich mal. Rory? Rory! Zwecklos. Okay. Und wir haben in der letzten Folge erfahren, dass der gute Andrew, der Anwalt, wohl den Vater, den Edward, Leute, ich komme immer hier durcheinander mit den Namen, ich weiß nicht, woran das liegt, von irgendeinem Ritual abhalten wollte, irgend so ein Selbstschutzritual oder so. Und ich hoffe, dass es jetzt hier richtig ist, dass wir nochmal zum Steinkreis gehen. Dass wir vielleicht hier weiterkommen. Aber nein, sieht erstmal nicht so aus. Lea, was sagst du denn dazu? Können Sie sie sehen? Sehen Sie meinen Vater? Kaum, nur im Augenwinkel. Gehen Sie voran, ich folge nach. Okay, was haben wir denn überhaupt hier stehen? Erkunden Sie das Dorf nach wie vor. Okay, wir haben hier also noch nicht alles gesehen. Ach Moment, hier vorne ging es doch jetzt runter. Du entkommst mir nicht. Nicht mehr! Okay, ich folge einfach mal. Oh nein! Okay. Nicht der Junge! Ja. Okay. Nicht zu nah ran, nicht zu nah ran. Hm? Was genau macht er? Wer sitzt da jetzt gerade? Die kenne ich aus Indien. Gehörte sie ihm? Ja, als ich noch ein Junge war. Ich kann kaum glauben, dass er sie aufbewahrt hat. Hier ist eine Abkürzung. Gehen Sie vor. Die hat aber auch Angst, die Gute, ne? Immer dieses Gehen Sie vor. Aber gut, ist ja immerhin auch seine Familie, seine Geschichte. Durch Blut, durch Stein schütze ich, was mein. Was es auch kostet, ich nehme es hin. Nicht zu nah, nicht zu nah rangehen. Jetzt aber? Nein, noch nicht. Nein, 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 nein. Lieber weggehen. Mittlerweile weiß ich ja hier, wie der Hase läuft. Immer abwarten. Bis da... Ah, jetzt. Komm, 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 komm. Schluss damit! Sofort! Leb wohl, mein Sohn. Oh, jetzt geht das wieder los. Schön da drin bleiben. Was ist hier gerade passiert? Ich hörte Stimmen. Aber Sie sehen eindeutig mehr als ich. Andrew gegen John. John und David. Ich sag jetzt Andrew gegen John. Ich hoffe, ich hab das... Mein Vater kam her, um sich, unsere Familie, von dem Fluch zu befreien. Aber er entdeckte, dass Andrew viel Schlimmeres vorhatte und versuchte, ihn aufzuhalten. Der schwarze Spiegel? Andrew wollte mit Hilfe seiner Macht Edward, oder was aus Edward geworden ist, in diese Existenzebene zurückholen. In diese Welt. Der Narr. Alles hier hätte ihm doch zeigen müssen, dass der Spiegel unkontrollierbar ist. Unberechenbar. Und hat Ihr Vater dieses Schutzritual vollendet? Glauben Sie, es hat funktioniert? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das hat es. Wie könnte er uns sonst noch immer helfen? Ich fühle, dass er mich erreichen will, aber ganz gelingt es ihm nicht. Ist es möglich, ihn von dort, wo er jetzt ist, zu befreien? Das hoffe ich sehr. Wir müssen Rory holen und zurück zum Schloss, bevor Andrew den Eingang findet. Wenn es nicht schon zu spät ist.
Und wir müssen die anderen warnen. Alter, was? Bim, Blümchen, lass mich. What? Ach, gedrückt halten. Nee, drücken. Sag mal, geht's noch? Die sind zu schwach für einen Gorgon. Genau wie ihr Vater. Mann. Ein Mörder. Erbärmlicher alter Mann. Du konntest noch nie tun, was getan werden muss. Rory? Mörder, schon wieder. Nee, ich frag erstmal, alles in Ordnung. Sind Sie verletzt? Lassen Sie mich mal sehen. Keine Sorge, Mädchen. Mir geht es gut. Was hat Angus gemeint? Dass Sie ein Mörder sind? Er hat nicht nur von sich gesprochen, oder? Nur das Gefasel eines Sterbenden. Schluss mit den Ausreden. Sie wollen unser Vertrauen? Dann seien Sie ehrlich. Ei. Schon gut. Es war vor langer Zeit. Ich war nicht der, der ich heute bin. Ich war jähzornig und ich trank. In dieser Nacht wurde ich wütend und Gott vergib mir. Ich tötete meine Frau und mein Kind. Und die Gorgons, sie haben es vertuscht. Genau so war es. Schuld? Darum arbeiten Sie all diese Jahre hier. Wegen dieser Schuld. Ich bin ein eigennütziger Mann. Hab mich hier versteckt aus Angst. Die Gordons zeigen mich an. Und Edward? Wussten Sie es? Ich wusste es. Ich wusste, was er tat. Aber ich war zu feige, um etwas zu unternehmen. Die Stimmen, die Sie vorhin hörten, war das Ihre Frau? Sie und Cecilia. Ei. Andrew, ich glaube, er ist Edwards Sohn. Was? Unmöglich, nein. Kann nicht sein. Er ist... Was ist er, Rory? Cecilias Kind. Ich ließ sie ihn weggeben. Ich wusste, wir hätten ihn besser umgebracht. Sie gaben Cecilias Baby weg? Was war mit ihrem Mann? Oh, Edward hatte sich längst um ihn gekümmert. Wir müssen zurück. Könnt ihr mir aufhelfen? Bringt mich zurück ins Gewächshaus. Ich muss euch etwas zeigen. Können wir Ihnen helfen? Deinen Worten nach wirkte dein Vater einen Schutzzauber. Und zwar für dich, Junge. Wieso? Um dir zu helfen, dich zu erreichen. Aus dem Jenseits. Du bist besonders. Du hast möglicherweise die Macht eines Hochdruiden. Einer mit einer mächtigen Verbindung zu den Geistern. Was tut er da? Es ist dasselbe Symbol, das mein Vater machte, bevor er sich umbrachte. Gib mir deine Hand. Autsch! Sei kein Jammerlappen. Jetzt beträufel das Symbol mit Blut. Vater. So, Junge, die Verbindung zu deinem Vater ist gestärkt. Danke.
Du brauchst jede Hilfe, wenn du den Spiegel erreichst. Geh nicht hinab, bevor die Bindung vollendet ist. Du hast mit deinem Vater noch etwas zu klären. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ich habe über den Spiegel nachgedacht. Was er bewirkt, Rory. Ich glaube, er war verantwortlich für das, was du deiner Familie angetan hast. Danke für diese Worte. Aber das ändert nichts daran, dass ich es getan habe. Lindert nicht den Schmerz. Lindert nicht die Schuld. Du weißt noch nicht alles über die Vergangenheit deines Vaters. Aber das musst du selbst herausfinden. Trage keine Zweifel im Herzen, wenn du dem Spiegel gegenübertrittst. Sonst wirst du dich selbst in ihm verlieren. Das war's dann wohl für mich. Unsinn. Wir holen Hilfe. Ich kann... Nein, Mädchen. Schon bald bin ich bei Frau und Kind. Sie sagte mir immer, als Gärtner hätte ich verdammt schlechten Bartwuchs. Wie recht sie hatte, mein Herz. Blut. Wir müssen aufpassen. Ich schaue jetzt erstmal, wenn's geht, ins Tagebuch, geht aber gar nicht. Sind Sie verletzt? Es ist nicht Ihr Blut. Hier, ich helfe Ihnen. Geht schon, danke. Andrew, wo ist er? Er hat Eddie geholt. Ich wollte ihn aufhalten, aber er schlug mich, mich. Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Es ist das Haus, der Fluch, der auf uns liegt, durch das Böse, das unter diesem verdammten Ort lauert. Der schwarze Spiegel. Unsinn! Auf uns lastet kein Fluch. Wir haben vielleicht ein paar Tragödien erlitten, wie jede große Familie. Aber das Herz eines Menschen kann böse sein, ohne dass ein Fluch oder... Zumindest darin sind wir uns einig. Vor allem ein Herz. Das meines Großvaters, Ihres, ach so geliebten Edwards. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit. Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen noch mal mit ihr reden, ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Die Alte sagt uns doch sowieso nichts. Also wirklich jetzt? Aber gut, so. Ich wollte ins Tagebuch schauen. Und sag mal, was soll das denn? Ich konnte mir beim letzten Mal schon den neuesten Eintrag nicht durchlesen. Es funktioniert nicht, Leute. Ich kann... Nein. Wenn ich das anklicke... Nee. Ah, jetzt funktioniert es? Das letzte Mal hat es nicht funktioniert, ich schwör's euch. Das hier hatten wir nämlich auch noch nicht gelesen. Ich ziehe meine vorigen Zweifel über Dr. Faber zurück. Sie erweist sich als nützliche Verbündete. Und ein Verbündeter ist genau das, was ich gerade brauche. Wir haben es fast nicht geschafft, Eddie davon abzuhalten, den armen Andrew zu töten. Der Wahnsinn liegt wahrhaftig in dieser Familie. Sogar Lady Margaret ist infiziert und hält ihre arme Mutter, meine Urgroßmutter Rosemary, eingesperrt wie ein Tier. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie sich Edward widersetzt hat und für diesen Ungehorsam hätte sie entstellt und in ihrem eigenen Haus eingesperrt. Und zu diesen und
Und zu diesen und dies ist das einzige Wort, das sie beschreibt, diese Visionen, die mich heimsuchen. Sogar vor der Welle, die ich spüre, als wir Eddie übermannten, wurde mir klar, dass sie real sind. Ohne den leisesten Zweifel. Diese armen, unbekümmerten Erscheinungen, sie sind die verzweifelten Opfer des Fluch der Gordons, der seit Jahrhunderten Unheil über meine Familie bringt. Es fühlt sich an, als würde ich denselben Pfad beschreiten wie vor mir mein Vater John. Ein Pfad, der zum Ursprung all unseres Elends zurückführt, dem Black Mirror. Und jetzt kann ich wieder nicht wechseln? Ah, ich kann nur in dieser Übersicht wechseln. Alles klar, hat sich erledigt. Andrew hat mich getäuscht, hat alle getäuscht. Das Kind einer unheiligen Vereinigung zwischen Vater und Tochter, heimlich zur Adoption freigegeben? Ich muss wirklich gestehen, wir sind fast am Ende des Spiels und ich habe keinen Plan von der Story. Also doch schon so ein bisschen, aber ich habe es immer noch nicht gerafft, wer Cecilia ist, weil die andere Schwester hieß ja Clara. Ich weiß es nicht, Leute. Oder ist... Ich lasse es einfach. Ich lasse es. Diese Bürde wurde von Rory getragen. Der alte Mann hatte seine Familie in einem Wutanfall getötet. Und Edward und Margaret hatten es vertuscht, benutzten ihr Wissen, um ihn zu kontrollieren. Was auch immer er getan hat und egal, welche dunkle Macht Besitz von ihm ergriffen hat, ich verdanke Rory mein Leben. Ich erkenne nun, dass mein Vater aus dem Jenseits versuchte, mich zu beschützen, mich zu warnen. Andrew will Edward von den Toten zurückbringen, aber was geschieht, wenn etwas anderes als Edward zurückkehrt? Mein Vater scheint einen Weg gefunden zu haben, dem Griff des Spiegels zumindest für den Moment zu entgehen. Aber Edward, er ist der kalten Umarmung scheinbar willentlich verfallen. Ich glaube nicht an Schicksal oder Bestimmung. Ich weiß nur, dass ich mit Lea an meiner Seite Andrew aufhalten muss, bevor der Black Mirror noch weitere Leben fordert. Okay. Andrew, der Anwalt, ist das Kind einer unheiligen Vereinigung zwischen Vater und Tochter. Also Edward und Cecilia. Sehe ich doch richtig, oder? Edward und Cecilia. Vater und Tochter. Aber die Clara ist doch auch direkt aus dieser Familie. Die ist ja nicht angeheiratet. Der Mann hatte ja den anderen Namen. Von daher, was ist mit dem Foto? Irgendwie raff ich das nicht. Finden Sie heraus, was Margaret weiß. Öffnen Sie den Geheimgang im Kamin. Ach so, ja gut. Ach so, hier ist dann direkt... Ja, wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jo. Andrew scheint unter dem Einfluss des Spiegels den Verstand zu verlieren. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Edwards verdorbene Seele in diese Welt zurückholt. Ich kann wirklich kaum fassen, was an diesem seltsamen Ort geschieht. Da hinten ist etwas. Sieht wie eine Tür aus. Eine Tür? Wohin? Das müssen wir herausfinden. Andrew will eindeutig, dass wir ihm folgen. Hauptsächlich, dass Sie ihm folgen, vermute ich. Ah. Ah. Ich habe aber noch nicht wirklich einen Hinweis, oder? Kann man hier irgendwo was erkennen? Was passiert denn, wenn ich drücke? Funktioniert nicht. Ach so. Funktionieren dann alle nicht? Mal eben testen. Funktioniert okay. Nicht. Gut. Ja, ich glaube ja nach wie vor, dass wir auch noch irgendwas an diesem Miniaturschloss machen müssen. Ich meine, der Schlüssel müsste jetzt eigentlich passen. Und wir sollten nochmal mit Lady Margaret reden. Ich wollte nicht raus. Das ist nicht er. Mein Edward hätte so etwas nicht geschrieben. Ach so, die Tür hat uns jetzt hier wieder hingeführt. Moment, untersuchen. Das ist eins der Symbole im Kamin. Aber wo ist das andere? Okay. Gegenstand hinzugefügt. Ach super, die notiert er sich irgendwie, wie es aussieht. Wie denken Sie jetzt über Ihren teuren Ehemann? David, das hilft uns nicht. Mein Edward würde... könnte so etwas nicht schreiben. Es muss Andrew gewesen sein. Oder auch Eddie. Ja, der war es. Nicht Edward. Nicht mein Edward. Wissen Sie, wie Andrew durch den Geheimgang im Kamin kam? Nein, das weiß ich nicht.
Ich dachte, ich hätte ihn durch die Halle schleichen hören, bevor er in Eddies Zimmer ging. Aber sicher bin ich nicht. Niemand hört so etwas gern, aber am Stammbaum der Gordons blüht der Wahn und sie wissen es. Sie haben erlebt, wie er ihre Familie auseinanderreißt. Andrew ist das Ergebnis dieses Wahnsinns, dessen, was ihr Mann Cecilia angetan hat. Nein! Er hätte sie nie angefasst. Er... Möchten Sie sich hinsetzen, Lady Margaret? Nein, nein. Mir geht es gut. Es ist nur... Er war immer gut zu mir. Er hat mich geliebt. Auf seine Art. Hören Sie zu, Lady Margaret. Das hier ist wichtig. Rory sagte, zwischen meinem Vater und mir wäre noch etwas ungeklärt. Wissen Sie, was er meinte? Ich kannte deinen Vater nicht so gut, wie ich es gern getan hätte. Tut mir leid, ich... Für Geheimnisse ist keine Zeit, Lady Margaret. Sie sehen doch, was uns das gebracht hat. Tut mir leid. Alles, was hier passiert, es ergibt keinen Sinn. Ich kann dir nur sagen, dass dein Vater von dem Modell des Schlosses im Herrenzimmer besessen war. Ich meide den Raum schon seit Jahren. Ah, okay, jetzt kommt das endlich. Wir müssen los. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Eddie hat das nicht verdient. Bitte, bitte, rettet ihn. Wir versuchen es, versprochen. Wissen Sie irgendetwas über Ihren Ehemann? Etwas, das uns helfen könnte, Eddie zu retten? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es für Edward sehr kostbar war. Wie bist du? 35 Jahre. Ich tat, was ich tun musste. Für unsere Familie. Was sollte ich sonst tun? Okay. Wisst ihr, welcher Gedanke mir schon in den letzten Folgen nicht wirklich aus dem Kopf geht? Ich habe das die ganze Zeit so im Kopf und ich werde es auch vermutlich am Ende nochmal sagen, wenn die Credits durchlaufen. Es ist eine große Geschichte, die winzig klein und viel zu schnell verpackt wurde. Also so kommt mir das vor, wirklich. Vielleicht ziehe ich, wie gesagt, auch zu viele Parallelen zum Original Black Mirror, aber irgendwie... Es ist so viel alles, so viel Information, übrigens auch so viel Ladebildschirm, wie ihr jetzt mal seht, sonst schneide ich die ja immer raus. Aber ja, ich weiß nicht. Eine große Geschichte, man kann so viel draus machen und im Endeffekt ist das so gequetscht. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Was steht denn hier drin? Untersuchen Sie... Ja, ja, genau, das Schlossmodell, da wollte ich hin. Ja, wirklich. Das jetzt mit der Oma, die dann da plötzlich rauskommt... Weiß nicht. Wird jetzt auch so ganz schnell abgehandelt, so zack, ne? Boah, die beiden fallen da runter, okay. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe jetzt, ich bekomme das mit dem Schlüssel hin. Ich habe es jetzt so einigermaßen eigentlich kapiert, ne? Wie das Ganze läuft. Also, hier haben wir das Modell. Okay, Schlüssel verwenden? Nein. Wir gehen erstmal ins Inventar. Also, Teil des Generalschlüssels. Müsste der da nicht jetzt schon dran sein? Oder war das noch ein weiterer Teil? Was haben wir denn jetzt hier noch? Kann ich da? Ach ja, da unten Teil hinzufügen. Das letzte Stück. Okay, das letzte Stück. Dann sollte das doch jetzt machbar sein. Ich weiß ja jetzt schon, dass dieses kleine Ding, was ich nicht drehen kann, das ist so ein bisschen mein Anhaltspunkt, dass ich weiß, wo hier was hingehört. Und das bedeutet, dass... Moment. Das ist ja immer so schwer zu erkennen. Ist das? Das ist nicht der, den ich wollte. Ich wollte... Moment. Den hier. Also, ich muss es so... So muss ich das reinstecken. Also, der runde...
War doch jetzt richtig, ne? Das war unten. Okay, das bedeutet, das Ding muss komplett, dieses Kreuz, boah, das ist wirklich schwer zu erkennen jetzt, ne? Das Kreuz muss auf die komplett andere Seite. Das haben wir da, das haben wir da. Dann haben wir, womit mache ich denn jetzt weiter? Mit diesem etwas geschwungenen? Ist das, oh nein. Boah, ey, Entwickler, das ist nicht geil, was ihr hier gemacht habt. Also, das ist gar nicht geil, weil man erkennt es doch einfach null. Also, so rum stecke ich das rein. Das ist richtig. Jetzt habe ich da das Kreuz, das muss da. Seht ihr, genau das meine ich. Nein, das muss dahin. Verdammt nochmal. Und jetzt würde ich gerne hier nach unten gehen. Dankeschön. Welchen haben wir jetzt da? Es ist das Kreuz. Pack das jetzt. Das packe ich jetzt dahin. Ich weiß noch nicht genau, welches das ist. Das andere haben wir oben. Und jetzt hätte ich gerne das hier unten. Ja, das kann man jetzt nicht erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden Kreuze richtig sind. Sehe ich nicht. Aber ja. Hör auf mit der Heulerei! Du hast wieder eine Vision, nicht wahr? Ja. Gib es mir wieder! Du hast sie getötet! Es ist deine Schuld! Also darum hat er es in Cecilias Grab vergraben. Weg, 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 weg! Nicht, dass hier wieder was passiert. Weg, 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 weg! Was macht er denn dann noch? So, jetzt. Nein, 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 weg, 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 sonst sind wir wieder tot. Nein, 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 nein. Ja, da unten. Wo ist das? Er ist im Bann des Spiegels. Okay. Okay, er haut auf ihn ein. Da gehen die beiden hin. Da muss aber jetzt noch was sein. Da. Ich komme aber nicht dran. Ich stehe zu weit weg oder keine Ahnung. Hat wieder nicht funktioniert. Nein. Ich brauche nur noch, glaube ich, diesen einen Punkt. So. Das hatten wir alles. Okay. So, da kommen sie wieder. Nicht zu nah dran. Jetzt. Ein geheimer Schalter. Ah. Ah, okay. Was hast du gesehen, David? Mein Vater. Und Edward. Er... Schon gut. Lass dir Zeit. Moment. Margaret hat vertuscht, dass Edwards Tod kein Unfall war. Er wurde ermordet. Ermordet? Von wem? Meinem Vater. Ja, verfluchtes Blut, Johnny. Ihrem Vater? Sind Sie sicher? Er muss doch noch ein Kind gewesen sein. Ich bin sicher, und ja, war er. Lady Margaret schickte ihn anschließend ins Internat. Sie hatte Angst vor ihm. Und deshalb hatte sie vermutlich auch Angst vor mir. Die ganze Zeit will ich beweisen, dass mein Vater nicht verrückt war. Dass nicht jeder Mann der Familie Gordon zum Mörder bestimmt ist. Aber genau das war er. Er war noch ein Kind. Vielleicht hat der Spiegel ihn dazu getrieben. Ja, ich habe gesehen, wie Dunkelheit ihn durchdrang. Aber was macht das? Wie Rory sagte, löscht es die Schuld nicht aus. Früher oder später werde auch ich unschuldiges Blut vergießen. Ich sollte Andrew nicht dahin abfolgen. Ich könnte zum Ungeheuer werden, wie jeder Gordon vor mir. Und du solltest gehen. Geh einfach weg von all dem hier. Unfug. Du als Einziger kannst Andrew aufhalten. Du bist mit Wissen gewappnet, das dein Vater nie hatte. Und vergiss nicht, er tat, was in seiner Macht stand, um dich zu schützen. Er hat sich geopfert. Trotz des Grauens, das er auf der anderen Seite voraussah.
Jetzt, wo du weißt, was ihm als Kind widerfahren ist. Du hast recht. Als er lebte, war er nicht der Vater, den ich brauchte. Aber im Tod gab er alles, um mich zu schützen. Ich vergebe dir. Ich danke dir für alles. Nun beenden wir diesen Irrsinn ein für allemal. Okay, was haben wir jetzt im Questprotokoll? Öffne den Geheimgang im Kamin. Ja gut, noch weiß ich ja nicht, was es da mit den Runen auf sich hat. Können wir denn jetzt hier interagieren? Ah. Margaret hat alles vertuscht. Hat sogar über Edwards Tod gelogen. Und jedem erzählt, es sei ein unglücklicher Unfall gewesen. Und was ist das jetzt hier? Gar nichts. Kann man da jetzt irgendwas? Nein. Okay. Ja, also, wie gesagt, eine große Geschichte, die meiner Meinung nach viel, viel mehr Zeit gebraucht hätte. Wir sind jetzt fast am, also ich gehe davon aus, dass wir fast am Ende sind, oder? Ich quatsche noch mal eben kurz mit Lea. Wir müssen los. Okay. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Ja gut, ich weiß trotzdem nicht, was es mit den Symbolen auf sich hat, die jetzt gleich am Kamin sind, aber na gut.